Austria Triathlon Bodersdorf 2011. Einmal mehr lädt der Leuchtturm am Ufer des Neusiedlersees die vielen, vielen Athleten, die gekommen waren, ein zu einer hoffentlich sehr, sehr spannenden Veranstaltung, die wir in den nächsten 15 Minuten präsentieren werden. Aus Triathlon TV sagt ein herzliches Willkommen von der Staatsmeisterschaft über die Triathlon Langdistanz. Wir haben kurz gesehen Robert Lang, den Vizestaatsmeister des Vorjahres, hier Monika Stadelmann bei den Vorbereitungen. Max Renko, er gilt als sehr starker Radfahrer und Läufer und ist natürlich zum Mitfavoritenkreis zu zählen. Ebenso wie der große Favorit für diesen heutigen Staatsmeisterschaftsbewerb, Andreas Fuchs, Staatsmeister der Jahre 2009 und 2010. Über die Langdistanz war der große Gejagte und einer dieser Jäger ist hier zu sehen auf der rechten Seite, Alex Frühwirth, Triathlon-Legende und natürlich in Bodersdorf auch nicht wegzudenken. Bettina Zelenka war verkühlt nach Bodersdorf angereist und sie sollte dann auch im Verlauf des Rennvormittags das Rennen vorzeitig beenden. Startzeit in Bodersdorf 7 Uhr morgens. Wir sehen hier Max Renko bei den letzten Vorbereitungen und die ersten Athleten, die, wie gesagt, die Startlinie dann aufsuchten. 7 Uhr die Startzeit, wie bereits erwähnt. Und das bei 25,3 Grad Wassertemperatur, was natürlich die Athleten animierte, auch ein wenig ins Publikum zu winken. Ein tolles Starterfeld, das Sie hier sehen, mit über 700 Triathleten und Triathletinnen, die über die Mittel- und Langdistanz an den Start gingen. Und wie gesagt, um 7 Uhr war es dann soweit. Startschuss und ab ging es auf die Reise. Zwei Runden waren zu absolvieren, zweimal 1,9 Kilometer für die Langdistanzathleten und 1,9 Kilometer, also die Hälfte der Langdistanz, Schwimmstrecke für jene, die die Mitteldistanz absolvierten. Ein Novum im heurigen Jahr, Schwimmen ohne Neoprenanzug. Normalerweise nur in Hawaii. Dort ist es natürlich sehr, sehr warm. Aber an diesem Tag auch in Bodersdorf. Optimale Wetterverhältnisse, optimale Wasserverhältnisse. Wie gesagt, 25,3 Grad die Wassertemperatur. Und daher war das Tragen eines Neoprenanzugs nicht erlaubt. Und damit auch für viele schon ein wirklich erstes großes Herausforderungsszenario, das sich entwickelte in den Fluten des Neusiedlersees. Wir haben tolle Bilder am frühen Morgen eingefangen. Hier sehen wir Alex Frühwirth auf der ersten Runde. Er war der schnellste der Langdistanzler. Nach 56 Minuten und 6 Sekunden sollte er als erster Österreicher dann auch aus dem Wasser steigen. Hier sind wir bei der Wende nach der ersten Runde, nach den ersten 1,9 Kilometern. Viele Zuschauer, die schon am frühen Morgen gekommen waren und die Athletinnen und Athleten entsprechend anfeuern. Hier wieder Alexander Frühwirth vorbei am Steg zur nächsten Boje und dann wieder rechts hinaus in die zweite Schwimmrunde. Ebenso mit in dieser Gruppe dabei, etwas überraschend, Andreas Fuchs. Er sollte nur 7 Sekunden nach Alexander Frühwirth aus dem Wasser steigen und ebenfalls einer der Mitfavoriten, Petr Babusek, auch er war ganz vorne mitzufinden, während ganz vorne an der Spitze Andrei Orlitzki das Tempo vorgab. 50,57 die schnellste Schwimmzeit am heutigen Morgen und damit war er fast um 6 Minuten schneller als die Österreicher, die spätestens aber dann auf der Radstrecke so richtig ins Rollen kommen sollten. Hier wie gesagt Bilder nach der ersten Runde, nach den ersten 1,9 Schwimmkilometern. Damenspitze hier kurz zu sehen gewesen und wie bereits erwähnt, Andrei Orlitzki nach 50,57 der erste aus dem Wasser. Viele Staffelathleten auch mit dabei, die natürlich ganz vorne mitschwimmen konnten an diesem Tag. Hier haben wir kurz gesehen Alexander Frühwirth und der große Favorit auf Gold an diesem Tag, Andreas Fuchs, erwischte einen sehr, sehr guten Schwimmsplit und war dann auch schnell am Rad angekommen, wechselte gemeinsam mit Alexander Frühwirth auf die 180 Kilometer lange Radstrecke. Beide außerordentlich schnell unterwegs beim Wechsel.
längst ja wie auf der Kurzdistanz wird sehr, sehr schnell gewechselt, auch bei den Langdistanzathleten. Es geht um Sekunden, es geht um gute Ausgangspositionen, speziell auch für die ersten Kilometer am Rad. Hier sehen wir Robert Lang. Auch er sollte dann im Verlauf des weiteren Rennens sein Rennen vorzeitig beenden. Und neben ihm Alex, beziehungsweise Max Renko, der sein Rad dann schnappte und sich ebenfalls auf die 180 Kilometer lange Strecke machte. Und die Führende bei den Damen war dann auch gleich einmal in der Wechselzone, Anita Lenti aus der Schweiz, gefolgt von Monika Stadelmann, die nach einer Stunde und zwei Minuten aus dem nassen Element hinaus auf die Radstrecke wechselte. Bettina Zelenka zu diesem Zeitpunkt wusste sie schon, dass das heute nicht ihr Tag sein sollte und sie beendete, wie gesagt, auch das Rennen vorzeitig. Wir haben kurz nach der ersten Runde gesehen, Andreas Fuchs und Max Renko knapp dahinter. Max Renko sollte nach zwei Minuten Schwimmrückstand auf den ersten knapp 70, 80 Kilometern doch einiges am Boden gut machen und zwischenzeitlich war er nur noch 25 Sekunden hinter Andreas Fuchs zu finden. Doch dann auf der dritten und vierten Runde quälte ihn die Sinnfrage, wie er in seinem Blog verlautbarte, und beendete das Rennen nach knapp 120 Kilometern vorzeitig. Hier noch einmal Andreas Fuchs und Max Renko zu sehen. Peter Wabosek, auch er war im Spitzenfeld mit dabei. Und hier ein paar Impressionen und Eindrücke von Max Renko auf der Radstrecke. Optimale Position. Und nicht zuletzt gilt er ja auch als einer der stärksten Radfahrer in Österreich. Aber an diesem Tag nicht stark genug für jenen Mann, der hier an der Spitze das Tempo vorgab. Andreas Fuchs fuhr die schnellste Radzeit mit 4 Stunden 22 Minuten, knallte eine außergewöhnlich starke Zeit am heutigen Tag auf die 180 Kilometer Strecke in und um Bodersdorf. Bodersdorf zeichnet sich ja speziell aus, dadurch, dass die Strecke völlig flach ist. 180 Kilometer, nicht der geringste Hügel, der zu absolvieren ist. Und genau das macht die Strecke so unglaublich schwierig. Man muss ständig auf Druck fahren, ständig das Tempo hochhalten und das 180 Kilometer lang. Hier sehen wir dann Max Renkos Rad, nicht mehr mit ihm darauf sitzen, sondern vorzeitig absteigend. Wie gesagt, er hat das Rennen dann auch vorzeitig beendet. Und der schnellste nach 180 Kilometern war bereits der große Favorit auf Staatsmeisterschaftsgold, Andreas Fuchs, fuhr einen unglaublichen Vorsprung von bis zu 20 Minuten auf seine Gegner heraus. Und er wechselte, wie gesagt, als erster auf die Marathondistanz. Der Marathon wurde absolviert in Form von 4 Runden, 4 mal 10,5 Kilometer, galt es zurückzulegen. Und die Endzeit von 3 Stunden 23 reichte dann für Andreas Fuchs auch für den Staatsmeistertitel. Dazu kommen wir aber später dann beim Zieleinlauf noch. Zwischenzeitlich auf Platz 2 Petr Wabosek aus Tschechien. Doch er sollte schlussendlich diesen zweiten Platz nicht behalten können, denn ein außergewöhnlich laufender Alexander Frühwirt kam Sekunde um Sekunde näher an Petr Wabosek heran und mit der schnellsten Marathonzeit von 3 Stunden, 7 Minuten und 13 Sekunden war es dann auch Alex Frühwirt, der hinter Andreas Fuchs als Zweiter die Ziellinie passieren sollte. Die Führende bei den Damen, auch auf der ersten Laufrunde, Anita Lenti aus der Schweiz. Doch auch ihr Vorsprung schmolz und schmolz, ähnlich wie jener von Fabusek gegenüber Frühwirt, kam von hinten immer stärker Monika Stadelmann heran. Sie absolvierte den Marathon an diesem Tag in genau 4 Stunden und 15 Sekunden. Beachtliche Zeit für die Monika, die sich dann auch auf der zweiten Laufrunde an die Spitze setzte und diese Spitze bis ins Ziel nicht mehr abgeben sollte. Hierbei Eindrücke der Salzburgerin auf der zweiten Laufrunde unterwegs, so in etwa bei Kilometer 13, 14 hinaus zum Wendepunkt. Impressionen wiederum von Andreas Fuchs, der dann nach 8 Stunden, 44 Minuten und 43 Sekunden gemeinsam mit seinen Kindern das Ziel
in Bodersdorf erreichen sollte. Der dritte Staatsmeistertitel in Folge für Andreas Fuchs im Übrigen. Wir gratulieren dazu ganz herzlich. Er war an diesem Tag einfach eine Klasse für sich und hat diesen Titel mehr als nur verdient. Wie gesagt, zum dritten Mal in Folge Staatsmeister über die Langdistanz nach den Jahren 2009, auch 2010 und 2011. Da gibt es eine Bierdusche für den neuen Staatsmeister. Rechts sehen wir Norbert Langbrandner, auch ein ganz, ganz hervorragender Triathlet gewesen über die Langdistanz. Und der Zieleinlauf des Zweitplatzierten Alexander Frühwirt, der mit Gustl Muhr ins Ziel kam. Gustl Muhr, 79 Jahre jung, er beendete den Halbmarathon bzw. den Halb-Ironman gleichzeitig wie Alex Frühwirt. Und kurz haben wir gesehen auch den Drittplatzierten Petra Wabosek, ehe dann die neue Staatsmeisterin Monika Stadelmann nach 10 Stunden und 27 Minuten bzw. 42 Sekunden das Ziel erreichte. Überschwänglich ihre Freude nach den Jahren 2000 und 2004 ist es auch für sie der dritte Staatsmeistertitel über die Triathlon-Langdistanz, zu dem wir der Salzburgerin ganz herzlich gratulieren. Zweite wurde Magister Doris Di Giorgio und dritte, wie gesagt, Anita Lenti. Und wir hören bei den Siegern im Interview rein. Andreas Fuchs, herzliche Gratulation zum dritten Staatsmeistertitel in Folge und zum dritten Gesamtsieg des Austria Triathlon. Heuer war die Besetzung ja sehr stark. Es war Max Renko am Start, Peter Wabrosek. Du hast sie alle hinter dir gelassen. Wie ist dir gegangen? Ja, ich weiß nicht, auf der Ergebnisliste schaut es vielleicht aus wie alle Jahre oder irgendwie wie das Gleiche. Aber es war halt für mich mörderisch und absolut mehr wie das Doppelte wert wie die anderen zweimal. Weil die Vorbereitung habe ich ein bisschen verduscht, ist absolut nicht nach Plan gelaufen. Vorher habe ich eine optimale Vorbereitung, das merkt man erst im Jahr drauf, wenn es einmal nicht so gut läuft, wie gut man es schon mal gehabt hat. Heuer hat es beruflich nicht hingehauen. Ich habe nicht so viel Zeit zum Trainieren gehabt, ich habe noch dazu Verletzungen gehabt. Ich habe immer ein drittes Kind, das macht es ja irgendwie bemerkbar. Aber deswegen ist das irgendwie dann noch umso mehr wert, wenn es dann trotzdem ausgeht. Und das verdanke ich sicher der mentalen Stärke heuer. Du bist ja beim Schwimmen schon mit den Favoriten aus dem Wasser gekommen. Max Renko hatte da schon einen relativ großen Rückstand, hat aber am Anfang aufgeholt auf dich und war schon bis auf 30 Sekunden an dir ran. Dann hast du aber gekontert. Was hast du dir da gedacht? Hast du das bemerkt, dass er schon so nah dran war? Ja, ich habe schon mitgekriegt, dass er näher kommt, hat mich auch gewundert. Aber ich habe mir dann auch gedacht, naja, der ist noch nie in Bodersdorf vier Runden gefahren. Und die dritte und vierte Runde fühlt sich anders an wie die erste und die zweite. Und die hat sich bei mir aber auch anders angefühlt. Und ich weiß aber noch von den letzten Jahren, dass, obwohl, wenn ich in der letzten Runde langsamer wäre, wären die anderen noch deutlicher langsamer. Und das Wetter ist mir beim Radfahren auf jeden Fall entgegengekommen. Die haben mich super verpflegt. Das hat super funktioniert. Beim Laufen war es einfach nur mehr dann Überlebenskampf. Monika Stadelmann, herzliche Gratulation zum dritten Mal Langdistanz-Staatsmeisterin und Siegerin des Austria Triathlon Bodersdorf. Bei unwirtlichen Bedingungen, sehr heiß. Zum Schluss kam ein starker Sturm auf. Du hast dich durch alles durchgekämpft. Wie ist es dir gegangen beim Rennen? Weil ja, es war von Anfang bis zum Ende ein Kampf. Wie gesagt, die Bedingungen waren sehr hart, am Anfang die Hitze und jetzt der Sturm. Wir haben zwar gehofft, dass es abkühlt, aber der Sturm, der hat es nicht wirklich leichter gemacht. Und ja, es war einfach immer hart und immer zum Quälen. Du hast in der zweiten Laufrunde die Führung von der Schweizerin übernommen. Hast du den Sieg dann nochmal in Gefahr gesehen? Ja, doch, allerdings, weil ich keinen Überblick mehr gehabt habe. Ich hätte nicht gewusst, wer jetzt in meiner Runde ist und wer wie weit jetzt weg ist. Ich habe immer versucht, die Zuschauer oder andere Leute zu fragen, wer jetzt welchen Abstand hat. Und ich war mir nicht sicher. Ich war mir bis zur letzten Runde eigentlich nicht sicher, dass sich das ausgeht. Und ich habe gewusst, ich darf auf keinen Fall nachlassen. Ich muss alles geben und ja, das habe ich auch gemacht bis zum Ende und es ist ja dann Gott sei Dank ausgegangen. Wir gratulieren den ersten dreien der Staatsmeisterschaftswertung bei den Damen. Monika Stadelmann vor Doris Di Giorgio und Petra Kleindienst und bei den Herren Andreas Fuchs vor Alexander Frühwirt und dem drittplatzierten Österreicher Marinko Baratsch. Ein herzliches Dankeschön an das Team rund um Magister Andreas Sachs und Kurt Mitschko, die ein großartiges Rennen einmal mehr hier in Bodersdorf inszeniert haben.